Hallo und herzlich willkommen zurück. Let's Play Europa Universalis 4 mit Mecklenburg. In diesem Part starten wir auch endlich richtig durch, nachdem der erste Part ja mehr um die Ausgangslage ging und also so viele Optionen haben. Dementsprechend würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Wie gesagt, verbinden wir uns mal mit Sachsen und zumindest eine Zeit lang mit Pommern. Sachsen nimmt schon mal an, ist sehr gut. Pommern fragen wir und dann verbessern wir mal unsere Beziehung zu Polen. Denn an die werden wir uns auch ranschmeißen. Da reicht es momentan leider noch nicht einmal für eine Staatsehe. So, unsere Rivalen. Sachsen-Lauenburg passt. Lübeck von mir aus. Bremen oder Brandenburg. Ich bin für Brandenburg. Damit wir da einfach gemeinsame Partner haben mit unseren Verbündeten. Also gemeinsame Ziele. Dann dürft ihr mal den Handel schützen in Lübeck. Die Flotte teilen wir mal auf. Und das nennen wir dann mal unsere Transportflotte. Sehr gut. Das können wir mal hier umbenennen in, keine Ahnung, Kampfflotte. Und unsere Handelsschiffe, die Flotte, können wir auch noch umbenennen in Handelsflotte. Ja, kreative Namen hier. Machen kaum Geld. Hauen hier gleich mal eine Stadt hier nach Sachsen raus. Und schauen sonst mal, was so geht. Ja, Sachsen verbindet sich mit ganz schön vielen Leuten. Den hat sich Brandenburg verbündet. Mit Österreich. Oh je. Das ist nicht gut. Böhmen mit Ferrara und Trier relativ schwach. Interessant. Polen. Setzen mit Litauen. Der Deutsche Orden mit Litauen. Den Livonischen Orden und Magdeburg. Okay. Dänemark. Mit Oldenburg. Interessant, interessant. Frankreich mit dem Kirchenstaat der Provence der Bretagne. Und Dietmarschen ist der Einzelner von Lübeck beigetreten. Staatsee in Pommern, auch wenn es nicht von Dauer grün sein wird. Und wir haben die Helena als Gemahlin dazu bekommen. Ja, Pommern hat auch schon eine Staatsee geschickt, okay. Dann was wir nochmal, wir waren nochmal maßlos und ein Ton treuer. Ja. So sieht's aus. Können wir uns Berater leisten? Nein, eigentlich nicht. Dann tun wir es auch mal nicht und gucken mal, wie sich die Welt so weiter um uns herum entwickelt. Wichtig wäre jetzt auf jeden Fall noch das Bündnis mit Polen. So, das Königreich Italien, das Kaiserreich. Seit Jahren schwindet die kaiserliche Autorität über das Königreich Italien. Nachfolgenden Kaisern ist es nicht gelungen, den italienischen Staat ihren Willen aufzulegen und große Regionen, die offiziell Teil des Kaiserreiches sind, gingen an Venedig und den Kirchenstaat verloren, die die Rechte des Kaiserreiches ablehnen. Solange Norditalien nicht fest wieder das Kaiserreich integriert ist, könnte es die Staaten dort für immer aus dem Kontrollbereich des Kaisers fallen. Ja gut. Die Musik kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen laut vor, aber ich hoffe, dass es noch passt. Weil wir im Zweifel einfach mal... Moment. Sound. Musik. Nochmal ein bisschen leiser. Braunschweig wie eine Staatsehe. Mit Brandenburg verbündet. Wir können uns aber auch mit denen verbünden. Wollen wir das nicht? Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich denke, die wollen wir tatsächlich erstmal in nicht. Wir können aber mal Spionagenetzwerk aufbauen in Sachsen-Lauenburg. Das wird unser erstes militärisches Ziel sein. Eine kleine, aber feine Provinz. Ja. Polen haben wir irgendwas gewählt. Jetzt wahrscheinlich auch noch Staatsehe würden sie tatsächlich machen. Gott, jetzt kommen die Sounds irgendwie ein bisschen sehr laut vor. Wahrscheinlich ist es einfach nur mein Headset, aber egal. Soundeffekte, hallo. Das ist in Ordnung. So, Polen Staatsehe, zack.
sind verbündet mit Bosnien, okay. Und wir haben, wie gesagt, schon die Personalunion mit Litauen gebildet. Hier, da kommt das Angebot aus Polen. Meine Damen und Herren, wir sind mit Polen und Litauen verbündet. Sehr, sehr gut. Und nicht vergessen, ihren momentan noch Vasall Masowien. Yep. Und natürlich Moldawien, ihre Mark. Das wollen wir auch nicht unterschlagen. Wen hat sich Bayern so verbündet? Mit Mainz, Würzburg, Memmingen und Ravensburg. Relativ klein Vieh. In seiner näheren Umgebung nicht so clever. Sachsen hat ein paar Truppen abgebaut. Das müssen wir nicht verstehen. Dänemark hat direkt mal Rebellenprobleme. Und ich würde sagen, ich muss ein bisschen schneller machen. Frankreich hat Maine abgetreten. Oder auch nicht. Hat es behalten. Gut. Sonst noch mal, das war nicht weiß so. Irgendwie mit Kanda und Karama nicht. Mit Byzanz und Athen. Das wundert mich tatsächlich. Komisch, dass sie damit anfangen, aber okay. Und Polen. Hat die Deutschen ordentlich erklärt, ja. Und jetzt zusätzlich noch ein Krieg mit Magdeburg und den Livonischen Ohren. Nicht wirklich Besonderes. Magdeburg hat eigentlich auch direkt verkackt. Ja. Yeah. Und unsere Frau ist in tragischer Weise gestorben. Die liebe Helena. Das ist natürlich traurig. Sehr, sehr traurig. Ich kann auch dreifach Geschwindigkeit runtergehen. Der Krieg für Polen so lala gestartet. Der deutsche Ansatz ist ja nicht mehr so schwach. Lübeck erhielt Ansprüche. Auf Wismar. Ganz schön frech, meine Leute, meine lieben Freunde hier. Das Lamburg ist nur mit Lüneburg verbündet. Das ist mehr oder weniger kein Problem. Wir heben einen Anspruch. Gönnen uns mal einen Infanteristen. Ziehen das Spionagenetzwerk zurück. Und verbessern unsere Beziehung mal mit Sachsen. Das kann schließlich nicht schaden. Jetzt mal rein hypothetisch, was wird passieren, wenn wir euch den Krieg erklären würden. Als Verbündeten haben wir natürlich noch keinen Bock, weil wir noch keine 10 Gefälligkeiten haben. So was wir hätten. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen warten. Wie sieht's denn aus? Wie viel Gefallen kriegen wir? Alle 2 Jahre eine Gefälligkeit. Ja, das ist natürlich kritisch wenig. Hier ebenfalls. In Polen dann alle 3 Jahre, ja, da sieht man, dass wir eigentlich so schwach sind, jetzt hat die Hanse, also Lübeck, hat den Krieg erklärt, das ist mal hochinteressant, das beobachten wir mal. Was da so bei rumkommt. Jetzt setzt es sich ja aus, als würde die Hanse gewinnen. Dann erklären wir auch mal den Krieg. Schieben mal in Lüneburg ein. In Zweifel greifen wir uns das Gebiet dann halt. Ist auch besser als nichts. Theoretisch ist es sogar eine bessere Provinz, weil es eine 8er Provinz ist. Sachsen-Lamburg kriegt nämlich nur eine 5er Provinz. Und daher könnte ich auch damit erstmal leben. So, Unzufriedenheit der religiösen Führer. Meinungsverschiedenheiten und Interessenkonflikte über religiöse und säkuläre Angelegenheiten zwischen unserer Regierung und den religiösen Führern unseres Landes haben die Kleriker aufgebracht. Gute Frage. Dann werden wir ihre Forderung ignorieren. Das passt eigentlich auch ganz gut zu unserem Herrscher, der maßlos ist und veruntreuer, der teilt bestimmt nicht mit irgendwelchen hübschen Klerustypen oder meint, dass die hier irgendwelche Forderungen stellen können. Nein, nein. Und ja, Polen, Litauen und Co. machen auf jeden Fall deutschen Ohren fertig. Also hier über 40.000 Mann. Da können die Ordensgemeinschaften am Anfang definitiv nicht mithalten. Braunschweig macht uns immer noch. Wir könnten sonst noch so ein potenzieller Bündnispartner sein. Würzburg vielleicht, die Pfalz. Ja. Theoretisch wäre Münster vielleicht ganz interessant. Können sogar was werden. Gerade die 3 Provinzen, die stark sind,
Und wenn wir uns ein bisschen weiter nach Westen orientieren, kann das, denke ich, nicht schaden. So. Also machen wir gerade Minus. Jetzt nicht mehr, okay. Dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir die Provinz besetzt haben, dann soll es eigentlich reichen. Für den Frieden. Also, hier wird gerade in Lübeck gehandelt, 13,5. Wir bekommen davon ganze 0,53. Nicht sonderlich viel, aber okay. Und Herzog Heinrich IV. Ist nun ein Feigling. Na, großartig. Das heißt, unsere Armee hat 5% weniger Moral. So, ein Feigling. Dieser Herrscher ist ein Feigling. Unser Oberhaupt, das eine verzweifelte Angst vor dem körperlichen Kampf hat, hält sich stets fernab vom Schlachtfeld auf. Das steht nicht unbemerkt an unsere Truppen vorbei, der sie auf sich alleine gestellt sind. Ein Kriegsherrscher würde die innere Stärke beschätzen. Das heißt, mit der Eigenschaft haben sich weitere Krieger eigentlich erledigt. Ich sag mal, Nibu können wir mitnehmen, aber danach hat sich das erledigt, weil ein Feigling wird wohl kaum einen Krieg erklären, weil warum soll der nach vorne preschen? Das macht wenig Sinn. Hören wir kurz auf mit Beziehungen verbessern in Sachsen, damit wir hier mal Frieden schließen können. Liebes Lüneburg, wir nehmen dich mal. Schön. Was ist jetzt los? Das Land Sachsen, unser treuer Verbündeter, fordert eure Unterstützung im Krieg während der Eroberung von Lüneburg. Gegen Fernen. Die ist ein Verteidigungskrieg. Fernen ist alliiert mit Pommern und Dietmarschen. Ja, geil. Das ist natürlich wieder so ein Staat, wo man sich so denkt, unsere Bündnispartner geben sich gegenseitig an die Gurken und wir sitzen mittendrin und müssen uns für einen entscheiden. Würde ich sagen, sorry Sachsen, aber dann wenden wir uns doch mal eher Pommern zu, zumal ihr auch mit Brandenburg verbündet seid, was nicht so toll ist. Hier übrigens seit Neumark bekommen haben. Und Lübeck hat Lauenburg bekommen. Das ist nur suboptimal. Nehmen wir jetzt noch Bremen als Rivale. Machen wir eine Kernprovinz draus. Und hoffen wir uns einfach mal das Beste können, mal den Unterhalt unserer Armee mal massiv rekrutieren. Fern kriegt bestimmt kein Militärzugang. Wie gesagt, mögen es nicht mehr Braunschweig, ja. Aggressiver. Expansion macht uns momentan natürlich nicht so beliebt. Münster. Ist auch im Krieg mit Utrecht und Ostfriesland. Ja, das müssen wir mal im Blick behalten. Aber das Wichtigste ist sowieso, dass Polen unsere lieben Freunde sind und weiterhin bleiben. Dänemark möchte Militärzugang. Das ist in Ordnung. Die sind im Krieg mit dem Livonischen Orden und Riga, weil sie Narva haben wollen. Kaiser, unrechtmäßiges Land, ja. Das ignorieren wir gekonnt. Moskau macht Novgorod platt. Venedig macht Serbien und Bosnien platt. Okay. Gönnen sich hier ganz schön was. Das ist ja hochinteressant. Naja, Mecklenburg gibt mir hier schon schön einen kleinen Schriftzug. Trotzdem ist die stärker werdende Macht von Lübeck nicht gerade toll. Dass sie hier Lauenburg abklassiert haben, können wir nicht gut heißen. Braunschweig verkackt ihn fern, sein Ernst. Ist auch mit Brandenburg verbündet, Alter, was ist mit Brandenburg los? Ach was, er sagt, dass es auch nicht mehr mit Brandenburg war. Bin so mit Braunschweig jetzt, okay, lol. Und werden verkackt, weil sie irgendwie in Sachsen, Magdeburg und Braunschweig kämpfen. Das ist überhaupt nicht sinnlos ist. Braunschweig mag uns tatsächlich wieder. Der mag uns immer noch. Können wir uns eigentlich auch an die ranschmeißen. Die Sachsen kann keinen Bock auf uns haben. Hallo liebe Braunschweiger. Wir haben jetzt auch eine gemeinsame Grenze. Das passt doch ganz wunderbar. Und ich sehe, dass unsere Händler gar nicht irgendwo stationiert sind. Das können wir natürlich nicht akzeptieren. Da schicken wir mal ein zur Ostsee, der mal ein bisschen Handel weiter übertragen darf.
Und dann schicken wir hier nach, das ist Sachsen. Genau. Und dann soll es unser Geldbeutel eigentlich ganz gut tun. Ja, ganz nett. Und jetzt machen wir unser Bündnis mit Braunschweig noch offiziell. Und dann wollen wir noch auf den Sie-Staat abgreifen, weil dann werden sie gleich noch stärker. Und das wäre natürlich ganz in unserem Sinne. Wir werden auch gleich weiter die Beziehung zu ihnen verbessern. Ansonsten warten wir mal ab. Unsere Rekrutenreserve hat sich fast wieder komplett erholt. Das ist auch gut. Ansonsten ist mein Herrscher eigentlich nur der General. Naja, nicht wirklich. Dann bin ich am Überlegen, ob wir uns ein drittes Sandschiff gönnen. Ich würde sagen, ja, das tun wir. Ansonsten könnten theoretisch auch unsere Armee drillen. Weiß ich nicht, ob wir das unbedingt haben wollen, haben müssen. Braunschweig könnte ein Drill sein, Armee tatsächlich. Ja, weißt du was, dann machen wir das auch. Bei der Armeeunterhalt. Ja, Georg Steinkorb. Auch gar nicht so schlecht. Der macht da mal drillen. Auch wenn wir da nicht mehr so viel Geld verdienen, aber das muss reichen. Ja, dort lässt man seine Fähigkeit beim Manövrieren verbessert, das ist auch nicht schlecht. Großer Ball in Rostock. Trotz hoher Kosten hat der Hof seinen Wunsch nach glamourösen Bällen, Staatsdinners und anderer Unterhaltung kundgetan. Wir würden 10 Prestige erhalten, das ist ja eigentlich nicht schlecht für 3,05 Dukaten. Ich würde sagen, wollen wir einen Ball verbreiten. Das ist ja auch maßlos auf dem Ball, da gibt es viel Alkohol. Das ist ganz in unserem Sinne. Außerdem kann man auf dem Ball auch gute Kontakte knüpfen. Wenn man da mal wieder ein bisschen Geld veruntreuen will, wenn man da ein paar Freunde braucht, die da zufälligerweise was nicht sehen und so. Also ganz im Sinn von unserem Heinrich hier. Der inzwischen 31 Jahre alt ist. Hier läuft der Krieg mit Polen, 3-43. Na, sieht sich etwas hin, aber Polen hat eigentlich alles unter Kontrolle. Und der Krieg ist ja auch zu Ende gegangen und hat nicht wirklich was gebracht, okay. Ja, das ist auf einmal alles soweit ganz schön. Brandenburg hat Ansprüche auf pommersche Provinzen. Dass Brandenburg sich allerdings mit Österreich verbündet hat, das ist hier nicht kritisch, weil Österreich ist natürlich sau stark. Davon abgesehen, dass sie ja Kaiser sind. Also das ist sehr, sehr problematisch. Wenn die tatsächlich mitkämpfen würden, in Brandenburg zum Beispiel Pommern angreift, ja, dann müssen wir Pommern halt auch fallen lassen und überhaupt, das wäre insgesamt alles sehr, sehr kritisch. Das einzige Gegengewicht dagegen ist momentan tatsächlich Polen. Die allerdings auch erstmal stärker werden müssen. Und dazu gehört halt auch noch ein bisschen und die Osmanen brauchen hier unten auch ganz schön lange gehen. Karaman und Kanda. Byzanz hat sich mit Dimitri dann verbündet. Ob das jetzt die Rettung ist, ich weiß ja nicht. Aber es ist besser als nichts. Die machen das schon. Also, das macht Kastilien so, hat sich mit Portugal verbündet, okay. Ragon dagegen mit Ragusa. Ja, also das ist natürlich das Feldbündnis mit der Weltmacht Ragusa hier drüben. Nichts verbünden, das wird Kastilien und Portugal garantiert davon abhalten, dass sie Aragon platt machen. So, wir haben Dings hier noch so stark gemacht, Lüneburg. Rebellenrisiko, ja. Sehe ich jetzt nicht, dass sie hier kreuzen werden. Können eigentlich auch wieder zurück nach Rostock gehen und da euren Mildrill fortsetzen. Weil, ist halt so. Wunderbar. Wir sehen eigentlich auch ganz gut Geld. Mit 0,50 im Plus, obwohl wir eigentlich alles auf Maximum haben. Das ist ganz solide. Für unser kleines Mecklenburg zumindest. Man muss auch in kleinen Verhältnissen hier denken. Die sind halt nicht so überkrass. Wir sehen unseren Ständen aus, alle glücklich. Klerus ist nur bei 43%, aber okay.
Und Baumann hat den gewonnen schon 50 Gold geschenkt. Total so toll. Brandenburg hat Probleme mit Bauern, das ist hochinteressant. Das hat einfach mal 10.000 Mann. Das ist nicht so schön. Ja, die Wohnschau ist vollständig besetzt. Moskau kämpft noch in Novgorod. Ja, und so kriegen hier die ersten Moves der ganzen Nation in den ersten 5 Jahren. Hier in unseren wunderbaren Europa Universalis 4 mit Mecklenburg. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, Leute.